Und ich wollte eine nächste Sachverständige und Zeugin ankündigen, die auch schon heute Morgen angereist ist und uns auch morgen noch begleiten wird und auch morgen auch einen Beitrag geben wird. Und zwar begrüßen wir jetzt die Französin Cécile Comte, die im Übrigen, wie ich annehme, unser Deutsches dann besser kennen wird als wahrscheinlich die meisten der hier Anwesenden. Vor allem eben aus der Bauperspektive. Von Bayern bis Niedersachsen oder im Osten Deutschlands oder im Rheinland. Sie ist durch ihre Aktion in den unterschiedlichsten Politikfeldern aktiv gewesen und bis zum heutigen Tag aktiv. Und ich nenne nur einige Politikfelder. Das ist zum Beispiel vor allen Dingen im Spektrum der Atomenergie. Deswegen haben wir sie auch eingeladen, weil wir das Thema Atomenergie heute auch in den Fokus rücken. Aber auch Baumfällung, E-Technik, Stuttgart 21 und eben auch Uranmülltransport. Ich wollte von A bis Z auflisten, wo du überall aktiv bist. Und ja, ich freue mich, dass Cécile Comte da ist. Und ich habe auch noch mehr über sie zu erzählen, aber vielleicht begibst du dich schon mal in den Sachverständigenstand. Weitaus größten Teil ihres Lebens bereits in Deutschland verbracht hat, aber sie ist bekannt geworden durch ihre Klettereien zum zivilen Ungehorsam und sie hat als Jugendliche schon Sportpreise im Klettern verdient an der Schule. Was die meisten nicht wissen, also wie gesagt, ich gehe davon aus, viele von euch kennen Cécile bereits, aber was die meisten nicht wissen, sie ist auch BWLerin und Lehrerin. Sie hat als Lehrerin gearbeitet und das tut sie heute nicht mehr. Heute ist sie Buchautorin. Sie hat 2014 ein Buch veröffentlicht, das heißt, kommen Sie darunter, weil sie eben oft in ihrem Leben oben gewesen ist, oben in den Bäumen. Sie ist heute Mitherausgeberin der Zeitung Grasrotrevolution, lebt in einer Lebensgemeinschaft in Lüneburg und wird uns, wie gesagt, heute und morgen mit ihren Erfahrungen in der Atomszene und darüber hinaus berichten. Ich werde ihr jetzt das Wort geben, worüber sie heute berichtet oder bezeugt, nämlich Schwerpunkt wird Atomenergie sein. Also, herzlich willkommen Cécile, schön, dass du da bist. Kannst du der Ton, ja. Ja, danke für die Einladung. Ja genau, heute spreche ich ein bisschen über die Beteiligung von RWE an Atomanlagen. Und morgen gehe ich ein bisschen näher auf Widerstand und Repression, wie der Atomstaat und RWE auf den Protest umgehen. Deswegen mache ich heute mündlich und Lima und morgen sage ich aber wieder von Aktionen. Ich bemühe mich nicht allzu schnell zu sprechen, dazu neige ich nämlich, aber mache mir gerne ein Zeichen, wenn was nicht klar ist. Ja, genau. Wenn wir schon RWE den Prozess machen, bin ich der Meinung, dass der erste Punkt ist, ja, den ich anklagen würde, ist ja die Verbreitung von falschen Tatsachen. Mein Hauptpunkt, nämlich, dass immer wieder die Rede von Atomausstieg ist, aber das ist ein Fake-Atomausstieg. Wladimir hat zuvor davon erzählt, die Urananreicherungsanlage in Gronau, die von Urenco betrieben wird und woran mit RWE beteiligt ist. Und zusammen mit der Brennelementefabrik in Lingen ist in Niedersachsen, das sind zwei Anlagen, die trotz behaupteten Atomausstieg weiterlaufen, und zwar unbefristet, und weiter Atom produzieren und weiter dafür sorgen, dass Atomanlagen weltweit weiterlaufen. Und die Radioaktivität macht ja keinen Halt an der Grenze, und deswegen muss Widerstand weiterhin global sein. Und deswegen nenne ich das nicht Atomausstieg, wenn diese Anlagen weiter unbefristet laufen dürfen. Es ist zwar ein Etappensieg, dass Atommeiler nach und nach abgeschaltet werden und voraussichtlich die letzten drei Ende dieses Jahres, aber ja, ich will mich nur in Ura nicht wieder zurück dabei.
Wer sich über diese ganzen Randtransporte nicht stattfindet, weil im Grunde genommen, was in Deutschland weiterläuft, sind die Versorgungstransporte der Atomindustrie. Also womit wir unsere Atomanlagen, sowohl die aktuellen noch laufenden Meiler, als auch Gronau, Lingen, aber auch AKW in der ganzen Welt weiter beliefern. Und da gibt es eine Homepage, die heißt brandtransport.de, und da gibt es zum Beispiel sehr viele Informationen. Und auch zu erwähnen ist, dass die Gruppe SOFA den Ureco-Report im März 2022 herausgegeben hat, auch mit sehr vielen Informationen zu der Firma Ureco. Und Ureco, die Firma, ihre Politik ist ja gar nicht auf dem Atomausstieg, die wollen unbedingt weitermachen. Die machen zum Beispiel auch aktuell Kooperation mit dem französischen Konzern EDF Energy für AKW-Bau in England. Und da schließt sich der Kreis, da hatten wir heute früh jemanden aus England, danach hatten wir Wladimir für die Geschäfte der Ureco mit Russland. Und jetzt haben wir sogar eine Art Ureco zusammen mit dem französischen Konzern, die in England AKW bauen wollen. Und weil wir haben ja eben das Problem, das hat Wladimir zuvor erzählt, Atommüll entsteht bei der Anreicherung von Uran. Und ich finde, das ist nicht nur ein Verbrechen gegen die Umwelt, sondern auch ein Verstoß gegen das EU-Minimierungsgebot, weil das EU-Minimierungsgebot besagt, dass so viele Transporte wie nötig, aber so wenig wie möglich. Und wir haben ja ganz viele unsinnige Transporte. Ich habe manchmal das Gefühl, der Umgang mit Atommüll ist ein bisschen, als hätten wir ein Schienennetz quer durch Europa, und zwar, wo Atommüll besser verkehrt als Menschen, insbesondere wenn du in Deutschland hast, du hast ja Glück, wenn du überhaupt zukommst. Der Atommüll kann viel besser reisen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, keiner will wohin mit zum Atommüll, und deswegen kann der für immer im Kreis Europa so fahren. Oder mal in Sibirien nur rumliegen. Allein der Betrieb der Urananreicherungsanlage in Gronau, der erzeugt jährlich derzeit rund 4500 Tonnen abgereichertes Uran Hexafluorid, UF6. Und das ist Atommüll, wofür es keine Entsorgungslösung gibt. Und klar, das wird nicht immer als Atommüll deklariert, weil es eigentlich verboten ist, ein Atommüll ins Ausland zu exportieren. Aber RWE und Ureco, die tricksen immer, die sagen, das ist Wertstoff. Und zwar, sie deklarieren das als wiederverwertbar. Aber wiederverwertet, wie Wladimir zuvor vorgetragen hat, wird es nicht. Das liegt, was nach Russland exportiert wurde, in Sibirien unter freiem Himmel. Und interessanterweise gab es Ende der Jahre 2000 ganz viel Protest. Und die Ureco und Rosatom haben die Verträge erstmal nicht verlängert und die Transporte nach Russland erstmal eingestellt, wegen dem Protest unter anderem. Das war eine Tatensieg. Aber was haben sie stattdessen gemacht? Nach Frankreich geschickt. Und nach Frankreich, das wird aber als Atommüll verschickt, nicht als Wertstoff. Interessant, oder? Der gleiche Stoff. Der Grund ist, UF6 ist saugefährlich. Das ist Uranhexafluorid und in Kontakt mit Luftfeuchtigkeit kann das ja Flusssäure bilden. Und das ist extrem ätzender Stoff. Also die Radioaktivität, das ist das eine. Das andere ist einfach die chemisch-mechanische Zusammensetzung. Das ist einfach hochgiftig. Es gibt kaum giftigeren Stoff in der Welt. Und das ist doch für Deutschland ein bisschen zu gefährlich, weil das ist auch sehr unstabil. Und in Frankreich wird es einfach chemisch umgewandelt in Uranoxid. Und das Uranoxid, das ist ein Müll, weil man kann richtig nichts mehr daraus machen. Aber das ist chemisch gesehen ein kleines bisschen weniger gefährlich. Trotzdem immer noch Strahlen, trotzdem immer noch eine Lösung. Und es haben deswegen auch viele Transporte nach Frankreich stattgefunden. Und ich finde, und dann haben, wie Wladimir erwähnt hat, die Transporte Ende, weil keiner mehr große Aktionen gemacht hat vielleicht, also Aufmerksamkeit, alle denken, glauben, wir sind Atomausstieg und schwupps, dann haben sie auch Transporte nach Russland wieder aufgenommen, und zwar, das war 2019. Dann haben wir drei davon blockiert, erzähle ich morgen ein bisschen mehr dazu, und dann waren sie erstmal wieder eingestellt, und dann gab es das Gerücht, dass sie sollten wieder aufgenommen werden, aber offiziell sind jetzt die Verträge doch nicht mehr gültig wegen dem Krieg. Das heißt, es ist auch ein bisschen Heuchelei, dass diese Transporte nur eingestellt werden, wenn es entweder Proteste gibt oder Krieg. Nicht mal die Ureco deswegen. Und wir haben auch noch das Problem in Gronau, dass natürlich alles exportiert wird, was einfach zu viel ist. Und da gibt es die Genehmigung für ein sogenanntes Dauerzwischenlager. Also eigentlich soll ein Zwischen gelagert werden, aber das ist so, dass es endlos zwischen.
Geschichte gelagert werden soll, weil man nachher immer noch nicht weiß, wohin mit diesem Atommüll. Das ist ja wie ein Flugzeug gelandet worden. Der Flugzeug fliegt und wir wissen nicht, wohin wir landen können. Aber was macht auch die UNRWA? Die trägt zur Proliferation bei. Und das finde ich sehr wichtig, auch über Krieg zu sprechen. Nicht nur im Sinne, dass wir keinen Krieg finanzieren wollen, sondern einfach, dass der Stoff, der da produziert wird, der ist einfach verdammt gefährlich. Und was auch UNRWA macht, sind ziemlich viele zweifelhafte Geschäfte mit der Anreicherung. Geforscht wird unter anderem an Uranmaterien. Und das US-Verteidigungsministerium äußerte Interesse an Uranlieferungen für militärische Stromproduktion, was das auch immer ist. In bestehenden Urananreicherungsanlagen tritt die UNRWA dafür die massive Erhöhung des Anreicherungsgrad für Uran-235, also für den spaltbaren Uran, von aktuell 6% auf knapp unter 20%. Warum knapp das 19,1%? Was ist das? Warum knapp unter 20%? Weil rein gesetzlich ab 20% das gilt als waffenfähiges Uran, als Atomwaffe. Und da Deutschland offiziell laut internationalen Verträgen keine Atomwaffen selber bauen darf und das Uran dafür auch nicht anreichern darf, dann wird halt knapp unter 20% angereichert. Alles gut, oder? Alles gut angereichert. Aber selbst finde ich, ohne diesen hohen Anreicherungsgrad ist einfach kriminell, was da gemacht wird, weil es einfach keine zivile Nutzung der Atomenergie oder die militärische. Und ich fand das Lied sehr schön zuvor, weil ganz kleine Atomkraftwerke für Macron, er hat tatsächlich auch so begründet, warum er, wie das Frankreich, ganz viele kleine Small-Modular-Reaktoren bauen, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Ne? Also das ist auch so eine Sache. Die müsste man erstmal entwickeln, aber gut. Er ist der Meinung, das ist die Lösung. Und wie hat er das begründet? Zitat. Nein, nicht Klimaschutz. Nein. Ohne zivile Atomenergie gibt es keine militärische Nutzung der Technologie. Und ohne militärische Nutzung gibt es auch keine zivile Atomenergie. Das heißt, selbst Macron sagt, es gibt keine friedliche zivile Nutzung der Atomenergie ohne einen Zusammenhang mit dem Militär und umgekehrt. Deswegen finde ich, dass es kriminell ist, das Uran anzureichern, auch wenn es angeblich zu zivilen Zwecken für AKWs ist, weil es einfach das eine ohne das andere nicht gibt. Und das nächste Problem, was wir haben im Krieg, es ist einfach noch keine gute Idee, Atomanlagen in einer geopolitisch instabilen Welt zu bauen. Weil wir brauchen keine Atombomben. Klar, der Atomkrieg ist eine Gefahr, aber zum Glück, im Unglück, braucht einfach mehr Entscheidungsträgerinnen, bevor ein Atombombenabwurf stattfindet. Und man kann auch hoffen, dass nicht alle Sicherungen durchbrennen, da im Kreml. Das ist gut zu hoffen. Die größere Gefahr haben wir aber jetzt aktuell gesehen in der Bombardierung in der Nähe von Atomanlagen. Also ich brauche keine Atombombe, um schon eine Zeitbombe da zu haben. Es braucht keine Atombombe für einen Atomkrieg und vor allem für eine Atomarmbedrohung. Die AKW selbst sind die mögliche Atombombe, wie im Ukraine-Konflikt gezeigt. Ich habe zum Beispiel, wer davon erzählen will, du hast auch vorhin gesagt, ich arbeite im Redaktionskreis der Graswurzelrevolution und in der Ausgabe von diesem Monat, die es im Kiosk gibt, gibt es einen ganzen Artikel über diese Atomwaffenbedrohung, was das Problem ist, wenn man AKW in einem Kriegsgebiet hat. Nämlich, dass AKWs einfach nicht für Unfälle und für Anschläge ausgelegt sind. Es gibt selbst Berichte der atomaren Aufsichtsbehörde aus der Ukraine, die das sagen, von vor ein paar Jahren. Ich selbst mit einem Bekannten hatte in Frankreich mal, war ich mal Teil von polizeilichen Ermittlungen in Frankreich, weil Informationen veröffentlicht worden waren zu diesem neuen PPR-Reaktor, der gebaut wird. Es gab eine Studie, die habe ich nur übersetzt. Deswegen bin ich gut fein rausgekommen bei der Geschichte, aber das ist eine Studie, die im Grunde genommen sagt, dass dieser Reaktor, der jetzt gerade gebaut wird, nicht standhalten würde, wenn eine Flugzeug abstürzen würde. In Frankreich ist es aber Militärgeheimnis, Informationen über die Sicherheit von Atomanlagen zu veröffentlichen, deswegen wird man gleich wegen Militärgeheimnisverrat verfolgt, wenn man zu viele Informationen veröffentlicht. Genau. Aber selbst auch französische Behörden sagen das auch.
Und das ist ein Problem. Genau, ich habe noch ein paar Notizen. Genau, und wir finanzieren natürlich auch diesen Krieg, das hat Wladimir zuvor gesagt, diese 40%, ne? 40% des Uran, das in Europa importiert wird, stammt aus Russland und Kasachstan zusammen. Woher? Und ich habe mich an vielen Aktionen in Hamburg erhaftet, 40% des Urans stammt aus Russland und Kasachstan. Ich habe mich selber an Aktionen beteiligt im Hamburger Hafen. Wir haben zum Beispiel so eine Boeing-Aktion bei der Firma Steinbeck im Südwestterminal, weil sehr viele Yellowcake-Transporte, das ist das Uran, was aus der Bergbau kommt, direkt aus Russland, aus Namibia zum Beispiel, überhaupt auf Hamburger Hafen gekommen ist. Und das haben wir abfotografiert. Und damals haben wir auch herausgefunden, dass es aus Kasachstan und Usbekistan auch kommen kann. Und wir haben das fotografiert vor Ort, weil diese Informationen leider nicht öffentlich sind. Und das Uran verkehrt in der Regel über St. Petersburg und das geht dann weiter nach London bei Wesi. Und von dort geht Uran nach Kiralat und ein Teil davon fährt weiter nach Ronau. Warum? Weil es ist eine Kette. Also es ist so, du hast Uran aus der Mine, das dann weiter gefahren wird nach Bonn. Es gibt 5 Anlagen in der ganzen Welt nach Bonn. Das sind alles, was auch in Brunau oder Lingen und später landet, ist über nach Bonn oder eine ähnliche Anlage gelaufen. Da wird Yellowcake in Uran-Tetrafluorid umgewandelt. Und dann in einem weiteren Schritt wird das in Uran-Hexafluorid umgewandelt. Und dann erst kann es überhaupt eingereichert werden, was in Brunau passiert. Und dann erst kann es überhaupt daraus nochmal umwandeln in Uranoxid, um Brennelemente zu fertigen. Und jedes Mal müsst ihr euch vorstellen, gibt es Atommüll. Schwarmmittel radioaktiv, aber dafür gibt es keine Lösung. Und ich war mal bei einer Anlage in Narbonne bei Wesi. Ich bin auch als Journalistin tätig und Recherchearbeiten. Und ich habe zum Beispiel mit einem leukämieerkrankten Mitarbeiter gesprochen über die Arbeitsbedingungen dort. Und auffällig ist, dass der Pförtner der Anlage an Krebs gestorben ist, dass der Arzt der Anlage an Krebs gestorben ist und so weiter. Die Krebs- und Leukämiefälle häufen sich auch im normalen Betrieb von Atomanlagen. Das wird häufig nicht gesehen. Und in Narbonne, wenn Sie da spazieren gehen, das ist schön in Südfrankreich, da an der Mediterranee, da gibt es auch sogenannte Tailings, genauso wie in Abbaugebieten. Das sind diese Rückhaltebecken für diesen radioaktiven Schlamm, der da entsteht in Narbonne bei der chemischen Umwandlung. Und ich finde auch, dass gut die Forderung zu sagen, wir wollen kein Uran mehr aus Russland. Aber ich will das nicht durch Uran aus einem anderen Land ersetzen. Das ist genauso, das ist dann Neokolonialismus. Also ein Großteil des Uran kommt so zum Beispiel aus Niger. Das ist wegen der Kolonialgeschichte Frankreichs. Und ganz viel kommt, was über Deutschland verkehrt. Aktuell, vielleicht leider erinnern sich nicht mehr, weil unsere Kampagne in Hamburg dazu geführt hat, dass im Moment Hamburg damit nicht mehr angefangen wird, aber dafür glaube ich Rotterdam. Wir kommen zum Beispiel auch aus Namibia, ehemalige Kolonie auch, also das hat auch sehr viel mit kolonialen Geschichte zu tun. Und ich habe nur immer eine kleine Anekdote, weil die wenigen wissen das, dass man eigentlich Kohlekraft braucht, um Atomkraft zu betreiben. Und zwar in Niger. Für den Uranabbau braucht es ja Strom. Und dieser Strom kommt in Niger aus Kohlekraft. Es gibt ein Kohlekraftwerk von 400.000 Tonnen Kohle pro Jahr, die dafür verfeuert werden. Nur damit der Uranabbau stattfinden kann. Und was vielleicht bekannter ist, bei der Urananreicherungsanlage in Ronau, die verbraucht ebenfalls sehr viel Strom. Also, du brauchst sehr viel Strom, um überhaupt Uran anzureichern. Also bevor du die erste Kilowattstunde hast, also erstmal kannst du Strom anderweitig produzieren müssen eigentlich, um überhaupt diesen Atomstrom zu kriegen. Das ist das Absurde. Und 40% des Kohlemix für Ronau kommt aus der Kohlekraft, nämlich aus der Ambacher Forst. Genau. Und da wollte ich deswegen das letzte Partei für heute nicht nur von der Urenco auf die Gefahren von AKW selbst kommen, weil ich finde, das ist auch eine Gefährdung von Leben und Gesundheit auch im Normalbetrieb, also selbst ohne Konflikt zu
zum Beispiel das AKW Emsland, was RWB gehört. Da gibt es extreme Korrosionsschäden. Und ich meine, das ist noch gut Glück, wenn es bis zum Ende des Jahres noch keinen Unfall gibt. Es sollte zum Ende des Jahres abgeschaltet werden. Die Menschen von Laufzeitverlängerung sprechen, ja, die haben den Schuss nicht gehört, würde ich sagen. Diese Meiler sind immer älter, immer störanfälliger. Und das ist, was dazu geführt, dass zum Beispiel in Frankreich derzeit etwa die Hälfte des Atomkraftwerkes vom Netz ist. Circa die Hälfte der Leistung wird nicht eingespeist und der Leistung, die es einspeisen könnte. Frankreich hat deswegen gerade sehr viele Probleme bei der Stromproduktion. Das Stromnetzunternehmen RTE hat neulich gesagt, bei der letzten Kältewelle, bitte, bitte, Waschmaschinen und nicht und die Uhrzeit anstellen, sondern wir haben einen Blackout. Und der Preis ist 40 Euro, war auf jeden Fall an der Börse 400 Mal teurer, also 400% teurer als in Deutschland im Vergleich. Es schwankt natürlich sehr stark an der Börse, weil es ein europäisches Netz. Aber die Preise gehen deswegen nach oben, weil Frankreich gerade extrem viel vom Netz genommen hat. Und warum wurde viel vom Netz genommen? Weil diese AKWs mal älter werden. Und da gibt extrem viele Korrosionsprobleme an Speichnetzen durch Druck und so weiter. Und das ist einfach nur ein Sicherheitsproblem. Und deswegen muss das jetzt untersucht Problem werden, weil es scheint ein generisches Problem zum gleichen Modell. Und in Indien haben wir ja das gleiche Atomkraftwerkmodell im Grunde genommen. Das heißt, die Probleme wird es in Deutschland auch geben, auch wenn es offiziell nicht zugegeben wird. Weil man einfach ganz im Geheimen hofft, es wird noch ruhig gut gehen bis zum Ende des Jahres. Für eine neue Genehmigung würde es nicht gehen. Diese Meiler sind zu viel störanfällig. Genau, apropos, es kommt wegen der zuverlässigen Stromquelle. So, ne? Und nebenbei ist EDF, der staatliche Konzern, mit 50 Milliarden Euro verschuldet. Also von wegen billigem Atomstrom. Eigentlich ist das die Allgemeinheit, die die Kosten der Atomkraft trägt. Und das ist einfach mal wieder das Problem. Und ich finde, dass Atomkraftwerke auch im Normalbetrieb verseuchen, das sollte man nicht vergessen. Das ist nicht nur die GAO-Gefahr, sondern Grenzwerte, die werden nicht so festgelegt, das ist keine Gefahr, sondern die IPBNW mit dieser Kinderkrebsstudie damals auch schon gezeigt hatte, dass das Krebsrisiko in der Nähe von Atomanlagen erhöht ist. Es wird Radioaktivität im Normalbetrieb freigesetzt innerhalb von sogenannten Grenzwerten. Aber ein Grenzwert ist eigentlich im Grunde genommen, wie viele tote und kranke Menschen nehme ich als Gesellschaft in Kauf. Es ist nicht, weil wir nicht gleich von Krankheiten sind, leider. Und das heißt, je mehr Atomanlagen betrieben werden, desto mehr Radioaktivität und desto mehr Krankheiten. Atomkraftwerke sind nicht für extreme Wetterlagen ausgelegt, das sollten wir auch nicht vergessen. Was ist, wenn es eine Überschwemmung gibt, was ist, wenn es einen Sturm gibt und der Strom gekappt wird und so weiter. Damit werden wir auch Probleme haben. In Le Blayais hat vor 20 Jahren zum Beispiel bei einer gleichzeitig Überschwemmung und Strom eine beinahe GAO gegeben, weil das AKW wurde abgeschaltet, aber konnte nicht mehr gekühlt werden, weil der Steuerungsraum überschwemmt wurde durch den Wind, der das Meerwasser ins AKW-Gelände reingeschoben hatte und gleichzeitig erhitzte sich der Reaktor, weil der Strom ausgefallen war, sprich man konnte nicht mehr diese Wärme evakuieren. Und da hatten wir beinahe eine Katastrophe. Es gibt keine Katastrophenschutzpläne, weil Katastrophen in dieser Form sind nicht vorhersehbar, was genau passiert. Selbst bei Atomtransporten wissen die Behörden nicht einmal, was da vor der Haustür fährt. Also die örtliche Feuerwehr wird gar nicht mal informiert. Aber dazu komme ich morgen am besten, weil mein letzter Punkt wäre der Atommüll. Das Problem bei Atomkraft, man könnte tagelang darüber reden, deswegen mache ich gerade sehr oberflächlich und gehe leider nicht ins Detail. Ne? Aber bei Atommüll wollte ich noch eine kleine Sache noch erwähnen, weil da ist natürlich RWE auch wieder schön beteiligt, wie alle anderen Atomkonzerne. Wenn Atommüll nicht exportiert wird, ja, zum Beispiel der Atommüll, der aus dem AKW kommt, der hochradioaktive Atommüll, langlebig,
Da hat man sich für eine Entsorgung zum Spottpreis entschieden. Und zwar, das wird auch die Allgemeinheit abgewälzt, weil der Atommüll ist jetzt gemeinnützig sozusagen, also es gehört der Allgemeinheit für die Atomkonzerne, also 24 Milliarden Euro in das sogenannte Atommüllfonds eingezahlt. Und Schutz aus den Augen, aus dem Sinn ist es gekommen. Und die sogenannte Endlagerkommission erzählt uns, ja, wir werden eine Lösung finden für den Spottpreis, für Spaß. Und problematisch ist auch, dass in der sogenannte Dialog, der da stattfindet, man redet nur von Endlagerung in tiefen geologischen Schichten. Und man hat gar nicht die Frage gestellt, ist das überhaupt das, was man machen soll? Einfach aus den Augen, aus dem Sinn unter der Erde? Oder muss vielleicht was anderes, kleinere Übel mit dem Atommüll passieren? Also es gibt keine echte Debatte darüber, was mit Atommüll passieren soll, sondern bei wem im Garten soll das verbunden werden, so immer. Und ich kann euch aus Frankreich erzählen, dass es keine 24 Milliarden Euro kosten wird. Es gibt in Bühr eine atomare Endlagerbaustelle. Ich habe sogar mein Büchlein hier dabei. Bühr, nicht Bühr. Ist sozusagen geschrieben in Bühr. B-U-R-E. Ja, ich hab's in der Hand. Das ist ein anderer Zettel. Da. Ja, genau. Hier habe ich eine kleine. Es heißt CGO-Bühr. Wir sagen nein, Argumente gegen das geplante Atommülllager in Bühr. B-U-R-E. Das ist das französische Dorling sozusagen. Und da bin ich in der Vernetzung von die Atomarbeit und so weiter. Schon länger aktiv. Und ich möchte euch noch ein paar Zahlen nennen, weil ich denke, nur mit Zahlen versteht man den Ausmaß, was ein atomares Endlager bedeuten kann. Und da versteht man auch, dass man mit 24 Milliarden Euro nicht getan ist. CGO heißt das, weil das ist offiziell, wurde es damals als Forschungsbergwerk verkauft und jetzt soll der Atommüll tatsächlich vermutet werden. Kommt mir bekannt aus der Asse oder Gorleben vor. Und das ist jetzt ein, sie nennen das Centre Industrielle Géologie, also nicht nur Atommüll, sondern ganz viele Atomanlagen in Deutschland soll es geben. Also, es soll Einlagerung in 500 Meter Tiefe. Die Rückholbarkeit des Atommülls ist nur für die Betriebsdauer von ca. 100 Jahren vorgesehen, dann nach mir die Sinnflut. Es geht um 80.000 Kubikmeter langlebiger Bitter- oder hochradioaktiver Atommüll. Das ist 3% des heute schon produzierten Atommüllvolumens. Das heißt, man sucht gerade nach einer Lösung von 3%. Und es gibt dabei detonierte Abfälle, die sehr viel Wärme entwickeln können und in Raum geraten können. Auch noch dazu. Das bedeutet, 100 Jahre lang zwei Castor-Transporte, zehn Container, also 10 Castoren pro Woche, direkt an Häuser vorbei. Das bedeutet danach, es kommt per Zug und danach per LKW wird es runtergefahren in die Descendrie, das ist so der Zugang. Das bedeutet, alle 80 Minuten ein LKW, das in das Loch herunterfährt. Das bedeutet 110 Hektar für Straßenschächte, zum Schacht bauen, also das bedeutet Flächenfraß. Weitere Flächenfraß von 680 Hektar für die Installationen an der Erdoberfläche, Zwischenlagerung zum Beispiel. 300 Kilometer unterirdische Stollen, Millionen Tonnen Stahl und 275.000 Kubikmeter Beton. Frag mich nicht, was die CO2-Bilanz von einer solchen Endlagerung ist. Weil Beton ist sehr CO2-intensiv. Das ist nie irgendwo berücksichtigt bei der Atomkraft, wenn man sagt, dann sei ein wirklich CO2-frei. 8 Millionen Kubikmeter Gestein werden ausgeschachtet. Genau, und so weiter. Und der französische Rechnungshof sagt, 41 Milliarden Euro mindestens. Jetzt schon, ohne die Kostenexplosion, die niemand über die sind, wenn man anfängt zu bauen. Die französische Agentur zur Entsorgung von Müll behauptet 25 Milliarden, das wäre etwa der Betrag, der im deutschen Atommüllfonds angezeigt wurde. Die Realität ist eine andere. Genau, das waren die Zahlen, die ich erwähnen wollte.
Und RWE ist deswegen auch schuldig an Verseuchung in Frankreich, weil jahrelang bei Atommüll nach der Arc verschickt wurde, zu der sogenannten Wiederaufbereitungsanlage, die eine Müllvervielfältigungsanlage ist, weil dort nichts recycelt wird, sondern nur Produkte getrennt werden. Da haben wir ein bisschen Plutonium, da kann man nach Atombomben machen, damit sonst weiß man nicht wohin, wenn es zu alt ist. Abgereichertes Uran wird nach Russland verschickt. Das gleiche Spiel wie bei der Urananreicherungsanlage. Es hat gerade noch während des Kriegs noch zwei Transporte stattgefunden. Da gibt es auch die Forderung, natürlich diese Transporte einzustellen. Und was diese sogenannten Castor-Transporte, die nach Borleben früher fuhren und der letzte zum Beispiel nach Tbilis, das ist eigentlich nur 3% des Gesamtinventars. Das ist sehr wenig, was zurückkommt, der Rest bleibt in Lag stecken. Deswegen, das ist nicht von wegen, wir nehmen unseren Atommüll zurück, sondern das ist sinnlose Verschiebung von Atommüll ohne Lösung. Ich bin gegen diese Verschiebung, solange wir nicht wissen, wohin wir tun will. Also deswegen heißt unser Motto, vermeiden statt verschieben. Atomanlage sofort stilllegen.